Reishidele. Changmin sangma reishidele. Reishidele. Es ist Lama Losa, der erste Tag der tibetischen Neujahrsfeierlichkeiten. Dieser Tag ist der Familie und engen Freunden gewidmet. Yangchen Tsering Gruber bereitet die für dieses Fest typischen Speisen zu. Das ist ein süßes Reis. Mandel ist drinnen, Rosine ist drinnen, Früchte auch dabei. Und das wird dann gemischt zusammen und da rein kommt ein Butter dazu und dann am Schluss Zucker. Das ist bei uns ist eine typische erste Tag des Losa, weil das nicht das ganze Jahr das Sauerliche geht, sondern ganzes Jahr das Süßes geht. Deswegen machen wir das Mund süß. Man soll eh süß sein, nicht sauer sein. Auch Kapse bäckt sie nur zu Losa. Grundsätzlich sind diese tibetischen Kekse Opfergaben für Buddha. Sie werden aber auch gerne selbst gegessen. Yangchen Tsering und ihr Mann Alexander Gruber sind Anhänger der Gelug-Schule, der jüngsten der vier Schulen des tibetischen Buddhismus, deren Oberhaupt der Dalai Lama ist. Tibeter und Tibeterinnen im Exil feiern das neue Jahr 3 Tage lang. In Tibet selbst feiert man traditionell etwas länger. Dieses Jahr steht im Zeichen des Hasen im Element Wasser. Hasenjahre sind, laut tibetischem Kalender, geprägt vom harmonischen Miteinander. Es soll das Jahr der Liebe und des Familienlebens sowie der Freundschaft werden. Es ist das Fest, wo die Familie zusammenkommt, aus nah und fern, und man zusammen sitzt, isst, trinkt, feiert, lacht. Der Familienaspekt, ja, ist mir eigentlich das Entscheidende. Bevor jedoch gegessen und getrunken wird, richtet man ein Gebet an die 3 kostbaren Juwelen. Also an Buddha, an Dharma, die Lehre, und an Sangha, die Gemeinschaft. Am Chökyeng Losa, dem 3. Tag des neuen Jahres, begehen die Tibeter und Tibeterinnen ihre öffentlichen Losa-Feiern. In Österreich leben um die 500, davon rund 200 in Wien. Diesmal ist der gemietete Saal in Wien, Donaustadt, nicht so voll wie sonst, denn viele sind ins indische Dharamsala geflogen, dem Sitz des Dalai Lama und der tibetischen Exilregierung, um direkt an der Quelle zu feiern. Heute ist wirklich der Höhepunkt, weil alle gemeinsam kommen und wir alle freuen uns sehr, sehr, sehr viel. Und heute wird sehr viel getanzt, gesungen, natürlich gebeten, das ist, gehört das so. Und wir freuen uns so sehr. Ich bin zwar kein Tibeter, aber ich bin gerne unter Tibetern. Und das ist eigentlich im Jahr die einzige Möglichkeit, so viele Tibeter auf einen Fleck zusammenzufinden. Zu Beginn wird der Dalai Lama symbolisch dazu eingeladen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Als Zeichen der Ehrerbietung legen die Buddhistinnen und Buddhisten einen weißen Schal, den sogenannten Katha, vor das Bild seiner Heiligkeit. Ich glaube, dass das Losa-Fest, das Neujahrsfest für die Tibeter, ob es hier in Österreich ist oder auf der Welt irgendwo, wo sie gerade verstreut sind, sehr, sehr wichtig ist. Der Grund ist, dass die Tibeter ein kulturell und spirituell sehr religiöses Volk sind, das voll von Altruismus, also für die Gemeinschaft, Leben geprägt ist. Tibeter wissen, es geht nur gemeinsam. Gegeneinander bringt überhaupt nichts, bringt niemanden voran. Darum ist auch mein persönlicher Eindruck der, dass wir westliche Menschen sehr viel von Tibetern lernen können, um zu erkennen, dass es nur miteinander funktioniert. Und miteinander wird nun getanzt, gelacht, gegessen und getrunken bis in die späte Nacht hinein, um gut gelaunt und gestärkt ins Jahr des Wasserhasen zu starten.